Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Worldstars. Wisst ihr, ich bin unzufrieden. Und zwar wollte ich für das Video heute Tresor abspielen und habe ich mal geguckt, welcher Brawler ist eigentlich der unbeliebteste Brawler in Tresorraub. Am beliebtesten ist Bull aktuell, ich glaube irgendwie mit 16% ist in Ordnung. Und der unbeliebteste ist Poco. Und zwar mit einer Spielrate von, ich glaube, 0,09%. Das heißt, von 10.000 Spielern spielt gerade mal ein einziger Poco. Und das finde ich nicht okay. Und deswegen werden wir in diesem Video hier Werbung für Poco in Tresorraub machen. Und ich werde auch in meinen nächsten Videos immer mal wieder sagen, dass Poco eigentlich der beste Brawler in Tresorraub ist, auch wenn es nicht stimmt. Und es wäre ganz cool, wenn ihr in den Kommentaren mitmacht und ab und zu auch mal schreibt, ey, wann spielst du mal wieder mit dem besten Brawler in Tresorraub, Poco? Oder wenn ihr sowas sagt wie, ey, letztens mit Poco in Tresorraub gespielt, 10 Runden nacheinander Starspieler geworden. Sowas halt. Dass wir zusammen dafür sorgen, dass die Quote vielleicht zumindest auf 0,1% steigt. Bei 0,09, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Das ist die niedrigste Quote aller Zeiten. Allein, dass ich jetzt mit Poco 5 Runden spiele oder so, wird die Quote schon nach oben schießen lassen. Also komplett krank. Was übrigens auch krank wäre. Wenn ihr mal den Abo-Button treffen würdet, würde mir persönlich weiterhelfen. Bevor wir aber Werbung für Poco machen, öffne kurz eine Gratisbox. Okay, öffne noch kurz hier 2 Boxen. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Okay, es stimmt schon, dass Poco hier natürlich der Beste ist. Der macht 800 Schaden mit jedem Treffer, der Turm hat 45.000 Leben. Das heißt, Poco müsste den gegnerischen Turm irgendwie... kann einer mal ausrechnen. Aber oft... Oh, wow. Oft treffen. Wir werden aber trotzdem mit Poco zerstören. Oh, ich muss die Rose so oft treffen, bis sie stirbt. Wir werden aber mit Poco trotzdem abliefern. Und richtig hardcore Starspieler werden. Okay, da ist jetzt noch nicht so viel mit Konterangriff, aber vielleicht da ein bisschen Angriff. 90 Leben, ja. Okay, Kill gemacht, let's go. Die haben schon 6% im gegnerischen Turm Schaden gemacht. Let's go. Bap, 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 bap. Angriff, Barley, Angriff, Angriff, Angriff. Angriff, Barley. Ja. Ja, ist er jetzt so weglaufen, Barley. Barley ist da hinten. Da. Oh, und ein Dynamike hat unseren... Also mein Ziel ist es, dass das Video erst endet, wenn ich einmal Starspieler geworden bin. Nur der Titel, das Video endet, wenn Poco Starspieler in Tresorraub geworden ist, ist halt einfach zu lang. Kann ich nicht machen. Aber das ist schon mein Ziel. Ich habe jetzt auch ein gutes Team mit Bibi und mit dem Bull. Die Bibi hat mich auch gerade angegriffen, also sie weiß, dass das Kacke ist, was ich mache. Unser Bull hat gegen den anderen Bull verloren und die haben gegen... Ah, die haben Upcut. Okay, Angriff. 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 Ich komme nicht mit denen weg, alles gut. Ich komme nicht mit denen. Bibi, nein! Bibi, du hättest nicht abhauen müssen! Ich habe mich doch um den gekümmert. Das sind sogar echt 2 Gegner, um die ich mich kümmern kann. Ich kann die beide... Als 2 Werfer. Die Werfer kriege ich kalt. Ist tatsächlich gar nicht so schlecht gerade. So. Bam. Ich glaube, wir gewinnen das. Ich glaube, wir gewinnen das. Also, komm, 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 komm. Sind wir Starspieler. Sind wir Starspieler. Ich finde, ich habe... Schade. Ich finde aber, ich habe okay gespielt. Weil echt... Gutes Gegnerteam. Und genau bei sowas ist Poco ein guter Brawler. Der hat eine gute Reichweite in die Breite. Der kann heilen. Wenn man die Star Power hat, macht die Heilung auch noch Schaden. Der ist der Werferkiller. Der ist der beste Brawler in diesem Modus. Ihr könnt auch sowas kommentieren wie, ey, spiel doch mal Poco in Tresorraub. Ich habe meinen Poco da letztens von 900 auf 1000 Trophäen gepusht. Schreibt einfach mal sowas in die Kommentare. Oh, wieder 2 Werfer. Zwar auch ein Frank. Frank kann ich im Leben nicht killen. Zumal mir einfach keiner hilft aus meinem Team. Ich brauche legit 20 Jahre, um Frank zu killen. Danke. Danke für die minimale Unterstützung, weil du gestorben bist. Okay, schön. Wir liegen noch hinten, aber nicht weit. Bap, 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 bap. Easy, drauf. Easy, nochmal drauf. So. Drauf, drauf. Drauf, Leute, Angriff! Angriff! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, was die Jackie aus meinem Team macht, by the way. Ich glaube, die ist AFK. Ich glaube, die ist da oben in die Ecke gegangen, um AFK zu gehen. Während ich einen Frank gekillt habe. Oh ja, jetzt kommst du. Sie hat wahrscheinlich in ihren Kopf gelauert. Nur sie hätte uns ja helfen können. Dann wären wir nicht gestorben, wir hätten da mehr Schaden gemacht. Das wäre eigentlich besser gewesen. Also ich meine natürlich, das ist natürlich genial gespielt. Der einfach zocken. Aber sie haltet auch. Komm. Kill.
Deswegen ist Poco der beste Brawler in diesem Modus. Der kann einfach so richtig... Alter, wie oft soll ich eigentlich noch mit Poco und Frank killen? Das ist doch lächerlich. Das ist doch legitim lächerlich. Der ist... egal. Bam. Bam, 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 bam. Bam. Oh, der hat überlebt. Egal. Drauf, 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 drauf. Drauf. Ja, ruf den Bären. Ruf den Bären. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hallo, wie oft soll ich mit dem Poco und Frank killen? Kommt, 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 kommt. Ey, wenn wir das verlieren. Ich glaube, in dieser Runde könnte ich sogar Starspieler werden, weil ich habe gefühlt wirklich viel Schaden gemacht. Komm, 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 komm. Komm. Ja, Mann. Okay. Sind wir Starspieler? Komm, bitte. Bitte. Natürlich sind wir Starspieler, weil Poco ist der beste Brawler in Tresorraub. Von wegen Quote von 0,09. Nachdem mein Video online ist, Quote von bestimmt 5%. Wir machen das, Leute. Poco ist der beste Brawler in Tresorraub. Gegner haben Rico, den ich killen kann. Die haben Brock, den ich killen kann. Die haben Daryl, den ich nicht gut killen kann. Ich assiste mal hier. Oh, ich bin fast tot. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Alles gut. Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. So. Heilung. Könnt ihr drauf, nur drauf. Ich hab müssen gehalten, ich hab müssen gehalten. So, okay. Die Wände sind weg. Sehr gut, sehr gut. Ich beschütze dich mit meinem Körper. Nein, ich kille. Sehr gut. Okay. Oh, ich hätte jetzt besser aimen können. Vielleicht kann ich aber noch den Rico killen. Ja, konnte ich. Lol, ich kann noch länger leben, weil die es richtig dumm gemacht haben. So, fast den Turm noch geholt. Das ist ein Hit. Let's go, let's go, let's go, let's go! Komm, Starspieler. Zweimal nacheinander Starspieler geworden. Der beste Brawler in Tresorraum. Okay, was haben wir für Gegner? Ich achte da nie drauf, wo man es hier vorher sieht. Wir haben wieder zwei Werfer. Ja, gut. Oh, die Heilung war jetzt ein bisschen sinnlos. Hey, Jack, ich kann es euch nochmal reinballern. Hi, Shelly. Heilung für dich, zack. Schaden, Schaden, Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Bisschen zurückziehen jetzt. Jetzt wieder drauf. Schaden, 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 Schaden. Yo, einfach mal alle drei gekillt. Let's go. Let's go, jetzt musst du mal weg, Bibi, jetzt musst du mal weg. Sehr gut. Ich versuche die mal ein bisschen hier hinzuhalten. Oh, sie ist tot, ist tot, ist tot. Okay. Kriege ich 11.000 Schaden hin alleine? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, sollte eher... Oh Gott. Sowas machen. Ich meine, die Gegner kriegen mich nicht gestoppt. Ich bin unstoppbar gerade. Bin wie so Stoppersocken gerade. Du kannst zwar versuchen, mich zum Stoppen zu kriegen, aber ich rutsche immer weiter weg. Nee, Gegenteil, man rutscht ja gar nicht weg. So, komm, Angriff, Angriff, Angriff. Bam, wieder Starspieler, dreimal nacheinander. Safe. Safe. Let's go. Der beste Brawler. Wieso klappt das so gut? Aber der hat ja ein richtig krasses Value. Weil die Werfer zerpflückt der ja einfach. Mit der Heilung kann er seinen Teammates helfen. Also der ist hier, also wirklich. Bei schlechtesten Brawlern hätte ich vielleicht andere im Kopf. Ich finde, Poco macht das hier wirklich ganz gut. Kann ich gar nicht verstehen, dass er so low ist, weil... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe. Weil ich finde, der macht das sehr, sehr gut. Double Kill. Triple Kill. Mal eben alle gekillt mit Poco. Macht man halt. Macht man halt. So, jetzt ziehe ich mich hier hin. Aber nur fakeweise. Hat er natürlich geschluckt. Der Brock ist einfach reingegangen. So, Heilung. Der supert jetzt bestimmt aus Panik. Nee, schade. Schade. Ja, okay, jetzt haben wir aber ein richtig furchtbares Team. Bee ist nicht so... Sondern Bee finde ich schlecht in dem Modus. Ja, die Jackie ist... die Jackie ist okay in dem Modus, aber die Jackie aus meinem Team ist eigentlich schlecht. Ich spiele jetzt irgendwie schon die 8. Runde mit der, aber die ist nicht so richtig gut. So, jetzt pushen wir mal. Also vielleicht verlieren wir das. Aber damit erhobenen Hauptes. So. Na komm, stirb. Bam. 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 16 Leben hat der Tick noch. Wie komm, pflückst du? Komm, 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 komm. Zurück. Sehr gut, ausgewichen. Jetzt geht's nach oben. Ich kann regenerieren. So. Angriff, Angriff, Angriff. Den Brock hier ein bisschen da halten. Da mal einen Hit abfeuern, da mal ausweichen. Da mal... Ah, die Heilung wollte ich noch raushauen. Als ob der Tick mit 50 Leben weggekommen ist. Okay, wir haben 2% mehr Schaden gemacht als die Gegner.
Aber es ist leider ist die Jackie nicht so sonderlich gut gefühlt. Da. Oh, nein. Müssen wir stoppen. Hätte die super rausgefeuert, hätte sie Schaden gemacht. So, komm. Die müssen wir auch stoppen. Let's go. Sehr gut. Komm. Ein Hit müssen wir nur machen. Komm, Jackie, ein Hit. Schön. Okay, jetzt stoppen. Stopp alles, B. Stoppersocken, sei die Stoppersocke. Sehr gut, Mann. Wieder geworden. Hier sind, glaube ich, auch wieder Starspieler. Ja. Viermal nacheinander. Okay, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde mit dem Boss und Tresorraub. Aber wenn die jetzt gut geht, dann vielleicht noch eine Runde. Ich mache irgendwie süchtig, mit ihnen zu spielen. Weil es ist sowas, man denkt, ja, es funktioniert nicht, ist eigentlich dumm. Aber am Ende des Tages klappt es dann irgendwie doch und ist schon echt gar nicht so verkehrt. Ich heil mal da, Dynamite, bitte Schaden machen, danke. So, oh, ich habe in die Wand geschossen. Der hatte alles zugeklebt. Gut. Aber easy snack. Was macht die Penny eigentlich? Heilung. Okay. Angriff, Leute. Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich bin meine Heilung bereit, weil gleich irgendwer wird bestimmt schlucken aus meinem Team. Ja, da ich halte einfach mal jetzt nicht so geschluckt, aber Heilung ist Heilung. Wir weichen da mal ein bisschen aus. Machen da mal ein bisschen Schaden. Wir machen da mal ein bisschen mehr Schaden. Ich heile mich mal kurz. So, zack. Killen. Drauf. Penny noch geheilt. Dynamite triffst du mal. Perfekt. Ich war im Kleber, im Klaus. So, weiter. Schaden. Drauf. Komm, Penny. Wir machen das jetzt. Komm, ich heile dich. Da. Komm. Penny. Let's go, wieder gewonnen. Leider jetzt mal nicht der Dynamite, den ich nur kritisiert habe, ist Starspieler geworden. Da merkt man, dass die eigene Wahrnehmung manchmal auch echt Müll ist. Okay, dann würde ich aber sagen, Leute. Spielt Poco und Tresorraub. Erzählt weiter, dass Poco und Tresorraub richtig, richtig gut ist. Erzählt euren Freunden, erzählt es im Internet, erzählt eurer Mutter. Und dann sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und ciao.